Erinnert ihr euch, dass es früher in den Winterferien Ferienspiele gab? Die Winterferien dauerten 3 Wochen lang und waren immer an den Wochentagen. Am Wochenende war man zu Hause. Und während dieser Zeit gab es jeden Tag um 14 Uhr ein Märchen. An diese Tradition möchte ich erinnern und auch daran, wie wir uns damals gefühlt haben. Es ging uns gut, wir waren zuversichtlich. Wir hatten das Gefühl, dass die Welt in Ordnung ist. Für die Märchen habe ich Hans Christian Andersen ausgesucht, nachdem ich mit jedem Märchen mehr und mehr feststelle, wie weitsichtig er war. Nicht nur fantasievoll und gesellschaftskritisch, nein, er war auch weitsichtig. Ihr werdet es merken. Ich lade euch herzlich dazu ein, in diesen alten Erinnerungen zu schwelgen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Mögen wir uns erinnern, dass die Kraft, die Zuversicht und die Freude in uns wirklich etwas bewegt. Und das können wir durch diese Erinnerung an damals wieder aktivieren. Also, wir hören uns am Montag, wenn ihr wollt, 14 Uhr, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und das Sonntagsmärchen bleibt wie gehabt. Dann macht's gut, ich wünsche euch eine gute Zeit, passt gut auf euch auf. Achtet auf eure Gedanken und Gefühle und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören.